Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es natürlich wieder den Schocker der Woche. Also die Highlights aus unserer Community sozusagen oder mal den Schocker der Woche aus dem Internet. Wenn wir da was richtig Krasses erleben, damit das keine Missverständnisse gibt. Jetzt egal, jetzt geht's aber los mit der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem Jan Mega vom Robby. Der hat hier geschrieben, 87% hat sich gefreut. Ist wohl sein erstes Jan Mega, was er entwickelt hat. Ihr seht, er hat auch nur noch ein Bonbon übrig. Das war knapp. Dann der Pushner, tolles Video und ja, hab mein Evoli zu Glaziola gemacht und das Absolver aus einem Ei. Den habe ich ja gezeigt, der hat ja ein 100%iges Evoli gefangen bei der letzten Raid-Folge. Hat es nun also zu Glaziola entwickelt. Hier seht ihr es mit 2144 WP, 100% Glaziola. Und damit man sieht, dass das Absol aus einem Ei war und nicht aus einem Raid, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, seht ihr hier unten auch am 23.06. ausgebrütet Absol aus dem Ei. Richtig gute Sache. Die Sally Maus mit dem kleinen Account hat ein Shiny Onyx gefangen. Finde ich immer noch richtig cooles Shiny Pokémon. Dann der Stefan Landei zeigt uns kleine Erfrischung für alle, ein Morlord vor einem fließenden Wasserfall. Auch richtig cooles Bild auf jeden Fall. Der Extrem aus der Feldforschung, ein Schlupphook, denke ich mal, und entwickelt zu Schlupfwech. Ich wüsste jetzt nicht, aus welcher Aufgabe Schlupfwech kommen würde. Aber ich wüsste auch nicht, aus welcher Aufgabe Schlupphook überhaupt kommen sollte. Aber auf jeden Fall Level 15 aus der Feldforschung. 100% Schluckweg. Schluckweg, wie auch immer, wie man das nennt. Was man so findet beim Aufräumen von der Ditch. Ein 100%iges Taubsi. Da drehen jetzt alle durch. Auch Level 15, 3x15 Werte. Wunderbar. Und das habe ich aus einem Ei. Auch von der Ditch. Ein Macholo mit 100% würde ich sofort maxen, sofort hochziehen, maxen. Das ist das Beste, was man machen kann. Wie gesagt, jeder sollte sich eine Macholo, also eine Machomai-Armee aufbauen und eine Despoda-Armee. Was geht da besser als ein 100%iges? Dann der Horst of Death, Glücksfreunde sei Dank, hat ein, was ist das jetzt hier, Latios getauscht, auf jeden Fall einen Shiny, ist lucky geworden und 98% mit 14, 15, 15, mit 15 Angriff wäre es natürlich noch genialer, aber erstmal einen 98er haben. Der Black Scarwolf, oder auch genannt Thomas, der Thomas hat uns hier noch ein 96er Shiny Groudon gezeigt mit Wetterboost 29,19, auch richtig gute Sache, momentan ja auch noch Groudon in den Raids. Voll putzig zeigt uns der Robby, der hat einen Charlelos fotografiert. Da könnt ihr jetzt auch diese Fotobombs mit Pikachu machen, wie ihr hier seht, die dann diesen Partyhut aufhaben. Und das habe ich dann auch gleich probiert. Da waren wir beim Grillen bei einer Feier zu Hause, habe ich einen Flamara genommen, weil wir einfach so eine rote Puffbeleuchtung hatten. Habe gedacht, passt das Flamara da ganz gut. Habe dann auch mein allererstes Shiny Alola Kleinstein bekommen, auch mit richtig gutem Level. Bin bei der Raid-Tour aufgestiegen mit Extrem zu Glücksfreunden, da ging es ja um den Raikou-Tag. Und mit Andy, 301280, auch aufgestiegen zu beste Freunde. Glückwunsch, ich hoffe, du hattest dein Ei an. Es ist ja eigentlich, macht man ja immer so Community-Egg. Und ich dachte, beim Raikou-Raid-Tag kann ich das auch mal machen. Extrem im letzten Raid auch noch ein 98er Raikou mitgenommen mit 15, 15, 14. Würde ich auch gleich maxen. Tobi, der Typ mit Hut, oder Typ mit Huhn, wie wir immer sagen, mit einem Level 20er 100%igen Toxiquack, ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Kann, glaube ich, auch irgendwie Kampfmoves oder so, aber eigentlich ist es ja Gift. Dann der Pascal, kein Raikou, dafür das hier, hat kein Shiny Raikou bekommen, aber ein Shiny Kokowai, auch in der Alola-Version natürlich. Der Pushner zeigt uns Levelaufstieg 39, hat 700.000 Erfahrungspunkte nur für den Raikou-Tag bekommen, auch eine richtig gute Leistung. Guck an, was sich bei der Raikou-Jagd dazwischen gemogelt hat, der Kenny noch mit einem Shiny Barsch war. Hat er wohl geklickert nebenbei, auch richtig genial, denn damals beim Barschwartag, da waren wir ja die Ersten, die das hatten und da war die Ausbeute ja so mies, dass da kaum jemand einen Shiny Barschwart bekommen hat oder nur ganz selten und danach haben sie das ja alles angehoben, dass die, die nach uns das hatten, alle schön profitiert haben. Hupsi zeigt uns ein Shiny Alola Dicta
mit blauer Nase, etwas zu lang in der Sonne gelegen. Die Ditch nochmal, für mich hat sich der Tag heute gelohnt. Ihr seht, das sind gleich 4 Shiny Raikou und ein Shiny Kleinstein, das Evoli, wohl aus der Quest. Aber trotzdem 5 Shinies an einem Tag, richtig gute Sache. Beim Pushner nochmal, gerade aus der Forschung, hat er wohl dann entwickelt, sicherlich ein Shiny Driftlon aus der Forschung, dann entwickelt so Shiny Drift Zeppli. Dann, wo haben wir das gemacht? Genau, das war glaube ich. Ich habe mal kurz weitergeguckt, wir haben ein Moosmodul gezündet mit Iswo und mit Kenny und da habe ich mein erstes Kikugi bekommen, diese Doppelkirsche, die hat mir bis dahin noch gefehlt, habe ich dann aus dem Moosmodul erhalten und viele haben gesagt, aus dem Moosmodul scheint es die relativ häufig zu geben, also wenn ihr einmal ein Modul zündet, ist das sicherlich wahrscheinlich, dass da eine Kirsche dabei ist. Danach haben wir noch einen Groudon Raid gemacht an der Brücke. Da ist der gleiche Fehler gewesen, wie eben auch beim Raikou Raid Tag vom Extreme, dass das die Arena noch anzeigt, dass ihr die bekämpfen könnt, dass ihr da die Scheibe drehen könnt, obwohl ihr im Kampfbildschirm gewesen seid. Selbst hier im Fangbildschirm war es dann immer noch so, aber ihr habt diesen roten Schimmer von der Arena oben drüber. Sah eigentlich cool aus, das Groudon, das rote Groudon mit diesem roten Himmel. Hab dann auch nochmal weiter, als ich dann fertig war und hab's gefangen, hat das diese Ansicht noch mit rausgenommen. Obwohl ich das gefangen habe, hier seht ihr auch die EP für den Raid, war der Himmel immer noch rot, man war immer noch in dieser Arena-Ansicht, also ist auch was Besonderes. Dann gab es ja diese speziellen Boni und ihr wisst ja, wenn ihr alle Boni normal habt, wenn ihr einen Raid macht, also die Arena hat eure Farbe, ihr habt den meisten Schaden gemacht, ihr habt den besten Freund dabei gehabt, könnt ihr ja bis zu 18 Bälle bekommen und jetzt während dieses Events, während diesem dreijährigen Jubiläum, heißt es ja, man macht noch mehr Schaden, bekommt noch mehr Bälle. Das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe, waren wirklich hier 19 Bälle. Das ist eigentlich nur ein Ball mehr, als man sonst hat, aber also wenn jetzt alles passt. Aber bin gespannt, ob es jemand geschafft hat, mal 20 Bälle zu bekommen. Wenn, dann schreibt es mal in die Kommentare und woran das dann lag. Der Mitchell zeigt uns auch ein 98%iges Raikou, sicherlich auch vom Raid-Tag. Der Hoffi mit einem Shiny Alola Radfratz, der kleine Racker Nägelmon mit einem Alola Kleinstein als Shiny. Soll ja eigentlich nicht vermehrt sein, trotzdem eine 450er Rate, aber viele haben sich da schon eins ergattert, finde ich richtig gut. Dann habe ich mir ein Kyokre getauscht, glaube ich, mit dem Extreme. Habe endlich jetzt den Lucky-Eintrag von Kyokre auch mit einem Shiny gemacht. Habe ihm dafür ein Shiny Groudon gegeben, was er noch gar nicht hatte. Wusste ich vorher nicht, habe mich dann gewundert, wieso so teuer ist. Dann der Stefan Landai auch. Ich habe diese Woche nichts für Raider Mittwoch. Kein Hundo, kein Shiny, aber schon alleine der Post hat es hier reingeschafft. Denn das seht ihr ja. Das dritte Jubiläum und die ganzen Startbildschirme zusammengekleistert. Ist doch ein cooles Bild, kann man auch mal mit reinnehmen. Dann haben wir einen neuen Stop bekommen, den Gedenkstein im Gewerbepark Nordost. Der Tobi, der Kindergeburtstag fängt gleich an, hat ein Partyhut Pichu gebrütet, was wohl, glaube ich, aus dem 7er Ei gekommen ist. Da habe ich auf jeden Fall meins her. Ah, lass meinen Fuß in Ruhe. Dann der Kenny, auch mit einem Shiny Alola Dicta, wieder mal mit der blauen Nase. Dann sind wir los, wollten einen Raid machen und am Löwen unten saß ein Cognodon, ein wettergeboostetes mit 1471, Level 33 hatte das, glaube ich. Richtig gute Sache, gleich gepostet, dass die Leute sich das noch abholen können. Die Sally Maus, eben gefangen, mit einem Shiny Sichlor, würde ich gleich entwickeln. Aber gut, es hat keine Bonbons, aber wenn, dann würde ich das entwickeln. Auch richtig cooles Pokémon auf jeden Fall. Der Brian wieder mit einem 98%igen Groudon, Level 20. So viel Glück hatte ich nicht in letzter Zeit, habe da gar kein gutes bekommen. Der Mitchell hat seinen Shiny Evoli zu einem Shiny Blitzer entwickelt. Und dann habe ich einen Lucky Trade mit Iswo gemacht. Der hat mir seinen Shiny Lugia gegeben, dass ich da auch jetzt den Lucky-Eintrag habe, eben auch mit einem Shiny gemacht. Danke an Iswo und habe von ihm sogar auch noch ein männliches Kikugi bekommen, da ich ja aus dem Moosmodul nur ein weibliches hatte und jetzt habe ich ein männliches und ein weibliches. Ganz besonders jetzt, das lade ich glaube ich
kurz vor dieser Folge hoch, waren wir nach dem X-Raid mit Deoxys nochmal auf dem Friedhof, haben da noch einen Groudon-Raid gemacht. Da saß ein Kogowai, ein Alola Kogowai mit 2200. Und ich habe gesagt, komm, das fange ich jetzt mal. Ich melde mich dann mal um, die anderen wollen schon alle gehen. Und dann habe ich so 2-3 Accounts durchprobiert. Und auf dem letzten, bevor ich gegangen bin, war es dann auch ein Shiny, also ein Shiny Alola Kogowai, was richtig cool aussieht. Das ist so richtig, das glänzt und sieht so richtig goldig aus. Hab dann auf dem Heimweg noch aus dem Siebner Ei auch ein Partyhut Pichu gebrütet. Und der Pushner ebenfalls mit einem Shiny Alola Kogowai wurde einmal wieder Zeit. Obwohl wir ja nun wissen, da ist die Shiny-Chance natürlich erhöht. Nicht so wie bei den anderen, die bei 450 geblieben ist, habt ihr bei Kogowai eigentlich recht gute Chancen. Kann man ja auch aus dem Raid kriegen, aber momentan sind ja nur die normalen Kogowais in den Raids zu finden. Was einem der Klicker alles beschert, zeigt uns noch der Xtreme, hat nämlich auch ein Alola Shiny Kleinstein bekommen, was ja eben eine 450er Chance hat, aber trotzdem relativ oft vertreten ist, wie man so sieht. Und der Lift Up Raider heute noch, da haben wir ein paar Raids gemacht, 2-3 Raids. Und die waren alle Wetter geboostet. Ihr seht ja Level 25 und er hat ja auch gleich noch ein 93%iges mitgenommen. Auch richtig gute Sache. Groudon immer noch bester Bodenangreifer. Und das war's hier. Wir melden uns jetzt natürlich noch zurück mit dem Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Stefan Landeil, der ja nichts für Raid am Mittwoch da hat. Hat er gedacht, aber hat er, denn er ist sogar der Schocker der Woche geworden. Was eigentlich gar kein Schocker der Woche ist, aber meiner Meinung nach das Bild der Woche, denn das ist einfach so genial. Ihr seht hier 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander. Die Aufgabe kennt ihr ja, manche haben sich da die Haare ausgerissen. Ihr müsst 5-mal hintereinander wirklich einen großartigen Curveball treffen. Sobald er einmal daneben geht oder nicht gecurved ist oder nur klasse oder gut trifft irgendwas, ist die Reihe gebrochen und viele sind an dieser Aufgabe gescheitert. Und ihr seht, ja, kennt die Situation sicherlich, ihr habt 4 von 5 fertig und ihr wisst, es ist der letzte. Wenn ihr den trefft, habt ihr endlich die Aufgabe fertig. Wenn ihr den daneben schießt, war alles umsonst und ihr müsst nochmal von ganz vorne anfangen und wieder komplett 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander machen. Und da ist klar, dass man da ein bisschen angespannt ist, dass man da ins Schwitzen kommt, dass einem da die Suppe die Stirn runterläuft und man fertig ist mit der Welt. Man steht dann so unter Strom, man weiß, jetzt kommt es drauf an, man fängt an zu zittern, man muss nur noch diesen einen Wurf machen und dann ist es vorbei. Ja, die Wurst ist auch vorbei. So, das war's aber dann heute von Raid am Mittwoch. Das nehme ich jetzt schon am Dienstag auf, weil wir dann morgen nach Karlsruhe fahren und einen Tag bleiben und dann wieder zurückkommen. Alles ein bisschen stressig, hektisch, dann kommen wir zurück. Nächsten Tag geht's dann schon wieder nach Dortmund. Aber egal, das seht ihr am Mittwoch und davor noch das mit dem Kogowai vielleicht. Wenn ihr was habt, schickt mir das natürlich in den WhatsApp-Gruppen, postet das fleißig rein. Wenn was Cooles dabei ist, nehme ich das gerne hier mit auf. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Was machst du da die ganze Zeit, Bruder? Hm?